Moinsen Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video hier in The Walking Dead Survivors und wir beleuchten heute mal meinen zweiten Account. Den ersten Account, den gehen wir nächstes Mal durch im nächsten Video. Heute mal den zweiten Account und ich zeige euch alles, was ihr möchtet. Ja, eine digitale Roomtour. Und ich würde mal vorschlagen, wir labern auch nicht um den heißen Brei rum. Und zwar gehen wir gleich mal rein hier in meine Hood. Und zwar gehen wir zuerst mal zu den Haustieren. Okay, wir schauen uns mal meine Haustiere an. 4 legendäre Hunde habe ich. Mein Rottweiler für die Formation 1 beinhaltet natürlich ein paar Skills, ne? Die grundlegenden goldenen Skills oder die legendären Skills wie Angriff, Verteidigung und Lebenspunkte und natürlich einmal Angriff aller Kämpfer in der Formation. Dann habe ich hier noch ein paar epische Skills und natürlich auch ein paar blaue Skills und die blauen Skills beinhalten die Marschkapazität, ne? Einmal vorne, hinten und in der Mitte. Und Step by Step, level ich die auf, wenn ich mal Rubine habe. Okay, apropos, wartet mal, wir können ja in diesem Video, ich glaube, das Video geht ein bisschen länger, also bleibt dran, ja. Ich habe hier einen 10-Skill Rottweiler, wir versuchen mal uns einen Legendären zu ertauschen. Warte, ich mache das auch mal richtig schnell. So, zack, komm, wir wollen hier mal schnell einen legendären Rottweiler herzaubern. Den Schieber nehmen wir, den mixen wir mit dem Schieber. So, zack, bam, okay, geil, 5 Skills, Rottweiler mit dem anderen grünen Rottweiler. Tauschen, zack, 5 Skills, ne, 4 nur. Okay, das System will mich jetzt wieder veräppeln. Schieber mit dem Husky. So, was kommt dabei heraus? Ey, komm, jetzt kein Vorführeffekt hier, ne? Nehmen wir mal einen blauen Rottweiler und auch den anderen blauen Rottweiler. Tauschen gibt einen 5-Skill-Rottweiler. Den Husky tauschen wir mit den anderen Husky. So, zack. Oh, 7 Skills? Hä? Ja gut, nehmen wir mit. Ja, perfekt, Sold Eye. So, Rottweiler mit Rottweiler. Zack, zack. Tauschen, 6 Skills, perfekt. Schieber mit dem anderen Schieber tauschen. Zack. Oh, 7 Skills. Ja, nehmen wir mit, ja? Okay, den Husky mit dem 6 Skill Rottweiler, den tauschen wir auch. Gibt bestimmt 8 Skills. Tatsache. Sold Eye, du alter Hase. Du rennst hier da durch, ohne ja, zu gucken. Egal, zack. 9 Skills, meine Fresse. So, 9 plus 8 ergibt Sumaro 10 Skill, ja? Wir schauen mal. Sag ich doch, 10 Skills. So, dann machen wir den 10er Rotti mit den 10er Husky. Und wir bestätigen das Ganze und kriegen einen legendären Rottweiler. So. Ey, kannst mir sagen, was du willst, ja? Das ist jetzt schon das 7. Mal nacheinander, wo ich 10 Skill-Hunde tausche und ich keinen legendären erhalte, ja? Vorführeffekt ist gelungen. Ich konnte euch leider keinen legendären Tausch zeigen. Deswegen gehen wir auch gleich mal raus hier, ja? Diese Hunde. Okay, nächster Step. Und zwar die Helden. Wir gehen mal auf Überlebende. Und wir sehen hier, Alpha, Beta und Lydia ist meine Formation 1. Ja, das sind die Helden, die sind alle mit goldener Ausrüstung bestückt. Ja, Abraham, Holly und Rosita, Formation 2. Der Governor, Negan und Pamela, Formation 3. Und umherziehende Shane, Laura und Morgan in der Formation 4. So habe ich das gemacht. Warum habe ich das so gemacht? Zum Anfang habe ich sehr oft Beta, Lydia und Alpha gezogen. Und da sie sowieso die besten, das beste Chemie-Team ist, free to play, packt man die natürlich in der Formation 1. Natürlich muss man auch Glück beim Anfunken haben. Ja? Abraham, Holly und Rosita ist das zweitbeste Chemie-Team unter den free to play Chemie-Teams. Und der Governor und Negan und Pamela muss man sich erarbeiten. Ja? Über den Rest, über die Gurkentruppe, die Heimathelden brauchen wir nicht reden. Ja? Das ist, ich wollte gerade Abschaum sagen. Sorry, Leute. Okay. Genau, bin ganz zufrieden damit, ja, wir gehen mal auf Entwicklung, Entwicklung stehe ich eigentlich ganz gut da, viele lilane Ausrüstung und ich habe doch so viel Stuff in meinem Inventar, ich könnte da locker ein paar legendäre Ausrüstungsteile schmieden und ja, wie gesagt, das sind meine Kampfhelden, ne, hier, meine Kampfhelden, wir können mal kurz runtergehen, alle fast auf 5 Sterne, Magna, Jesus, Glenn habe ich mal gekauft für 1,19 €, ne, ganz damals zum Anfang, ne, Anfang letzten Jahres, ne, diesen Jahres. Ezekiel, pff, Yumiko, pff.
So, weg damit. Alles klar. Okay, das waren die Helden. Wir gehen jetzt mal zu der Kriegsmaschine. Ja? Und zwar, oh, wir können montieren. Hey, komm, lass uns mal hier kurz montieren. So, zack. Oh, perfekt. So, zack. Boom. Was kriege ich hier? Ein Kriegshorn. Töde. So, hier auch nochmal montieren. Zack. Glückwunsch, danke. Wir gehen wieder rauf auf, nee, nicht verbessern, und zwar auf verwalten. So. Und zwar seht ihr hier, oh, ich könnte ganz viel machen. Ich könnte viel aufleveln. Ja, aber Obacht, ich will nur meine Formation 1 maximieren. Von daher immer die gefährliche Ladung. Wenn du Alpha, Beta und Lydia hast, dann nimmst du diese Kriegsmaschine und der willst die auf. Ich habe die jetzt so hoch gelevelt bis auf Maximum, was nicht mehr geht. Die Ausrüstung je auf 20. Ich brauche diese Kackbürsten da. Ja, die Bürsten, die kriegst du echt, weiß ich nicht, das dauert Ewigkeiten. XP dauert auch Ewigkeiten. Ja, also, ja, wie gesagt, das ist meine Kriegsmaschine für die Formation 1, sehr stark. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal weiter rüber, und zwar zu der Forschung. Die Bibliothek ist gerade in Arbeit. Ich habe Entwicklung zu 100%, den Basiskampf zu 100%, S2-Basiskampf zu 36%. Ist echt schwer. Du brauchst viele Kolben, viele Materialien, und die Forschungen dauern Ewigkeiten. Ja? Nahkampfausbildung 100%, Scharfschützen 19%, Kavallerie 5%. Ich gehe jetzt nicht auf Nahkampf, weil das ist abgeschlossen, sondern auf die Scharfschützen, ne? Weil Kavallerie brauche ich nicht. Da gibt es zwar ein Chemie-Team, Free-to-Play oder so semi-Free-to-Play, ist aber nicht so gut. Von daher Scharfschützen mit Princess, Mercer und habe ich vergessen. Ne? Genau. Marschwarte Schlange 1, 97%, denn die 2 mit 92% und der Rest, den muss ich noch nachziehen. Warum nicht 100%? Ja, in der Forschung beinhaltet es die Kavallerie und die forsche ich nicht. Ich heb mir die Materialien auf für andere Forschungen. Na? Okay, Statue können wir auch mal reinkicken. Hier bin ich bei 19% aktuell. Und das mache ich auch immer Step by Step. Ich will erstmal die S2-Forschung ein bisschen vorantreiben, weil da gibt es am meisten Prozentpunkte. Na? On top. Okay, gut. Wo gehen wir denn jetzt hin? In mein Inventar können wir auch noch mal gucken. Gut, so, wir gehen mal in mein Inventar. Da sind wir. Ihr seht die ganzen Kriegsmaschinenteile, ne, die lungern hier im Inventar rum. Dann habe ich noch ein paar Rubine. Na, oh Gottes, das sieht auch schlecht aus, ne? Also, es holt er, wenn du Hundeskills ja, aufwerten möchtest. Da muss man ein bisschen sparen. Okay. Brot habe ich noch. Hier, Hundekiste. Wollen wir mal aufmachen? 5 Stück. Kommt eh nichts bei raus. Zack. Siehst du. Egal wie viele du öffnest, ja, ob 1 oder 1000 oder 50.000, das ist auch keine Ahnung. Okay, dann habe ich noch ein paar Fragmente. 1700 Erlenmeyer Kolben. Okay. Amboss, warum habe ich so wenig? Das zeige ich euch gleich. Ein paar Rahmen habe ich hier noch. Content Creator Rahmen. Die sammeln sich hier auch. Nichts gegen den Rahmen, aber ich finde das Design ein bisschen klobig. Von daher nutze ich die nicht. Ja. Genau, dann habe ich hier noch ein paar Kämpfermarken. Goldene Hüte. Fragmente. Was haben wir denn hier noch? Okay, ein paar Tiere haben wir noch. Ja, ein paar Items. Boah, das ist eigentlich okay. Ein paar Beschleuniger. Ja, ich kann hier noch ein paar XPs einsammeln für die S5, ne, die Anerkennung. Mache ich demnächst mal. Ein paar Ressourcen braucht man immer. Und hier meine Ausrüstungsgegenstände, die ich verbaut habe oder angelegt hatte. Und genau, bei der Ausrüstung können wir mal gucken in die Schmiede. Man kann es ja ab der Season 5 verbessern. Und wir sehen hier, ich habe schon einiges gemacht. Ja, Level 7, ne, das Katana. Level 9 das höchste, die Weste. Das Stirnband das höchste, Level 4. Und der Gürtel das höchste auf Level 6. Na naja, gut, immer Step by Step. Ne? Immer die Formation 1 maximieren. Okay, gut. Was könnte ich euch denn noch so zeigen? Ja, Schmiede sind wir durchgegangen, die Kriegsmaschinen sind wir. Rekrut können wir auch nochmal durchgehen. Und zwar ist er hier unten versteckt. Der ist aktuell bei 5,5 Millionen. Und ich muss sagen, der Rekrut hier auf diesem Account, ja, der dieses Jahr am Anfang erstellt worden ist stärker als der Rekrut auf der S9 oder S10. Genau, 5,7 Millionen Levelaufstieg kann ich jetzt noch nicht machen. Talente können wir mal gucken. Bin schon gut vorangekommen. Ja, die bringen natürlich auch ordentlich und massiv Buffs. Das ist richtig krass. Ja, also Rekrut nicht außen vor lassen, sondern immer schön mitleveln. Auch die Events immer mitnehmen. Ja? Okay, wir gehen mal zu den Vehicles. So, verbessern. Da sehen wir, ich nutze
den Oldtimer-LKW, der ist aktuell auf Level 51. Die Außenseite ist okay. Ja. Die Leistung auf Level 33, könnte man mehr machen. Modifikation, hier habe ich das Original. Ja, ich habe mir jetzt nicht die Modifikation gekauft, weil wenn ich die Modifikation kaufe, muss ich das Original zurücksetzen und ich kann die Modifikation nicht so hoch aufleveln wie das Original. Ja, weil die Modifikation verbraucht mehr Materialien beim Aufleveln. Ne? Okay, gut. Ja, Schulbus ist für die Tonne und ja, die Kutsche ist für die Tonne. Swat-Fahrzeug hätte ich gerne, Gemüsekarre hätte ich gerne, Kampf-LKW hätte ich gerne, Feuerwehr hätte ich gerne. Der Stachel, ach, weiß ich nicht. Na, wie gesagt, ich konzentriere mich nur immer auf eine Sache. Okay, gut, Elite-Level können wir mal gucken. Stehe kurz vor Elite-Level 10. Ja, da butter ich nicht so viel rein. Beziehungsweise kaum etwas. Könnt ihr hier mal kurz verwenden. So, zack. Und meine Formation zeige ich euch auch nochmal. So, gut. Meine Formation 1, die ist wieder gefüllt. Ja, ihr wisst, in der Season 4 wurde ich ja vom Server 180 x-mal genullt. Hab mich ein bisschen erholt. Formation 1 ist voll. Sieht ganz gut aus. Formation 2 noch nicht. Da bin ich jetzt in der zweiten Reihe mit T10. Das seht ihr hier. 235 Kämpfe. Ja. Formation 3 ist eigentlich auch okay. Ja. Aber die T8, die müssen weg da. Ne? Okay. Formation 4 ist das schrottigste Team hier in The Walking Dead Survivors. Das Team könnt ihr in die Tonne kloppen. Ne? Okay. Gut. Ja. Forschung sind wir durchgegangen. Wir sind alles soweit durchgegangen. Das hier sind meine Dekorationen. Ich habe aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dekorationen. Taktische Camps, die level ich auch auf, sind auch sehr wichtig. Ne? Nicht außen vor lassen, auch immer schön aufleveln. Und ja, welche Tipps kann ich euch noch geben? Guckt mal hier, ich kann eine Chronik einsammeln. 2 Autoschlüssel. Oh, perfekt. Die nehmen wir doch gerne mit. Ja? Okay, nee, ansonsten, ach, guckt euch das an hier. Ne? Rathauskin. Das ist immer noch mein Highlight hier auf diesem Account. Und das ist perfekt. Okay, wir können ja noch mal kurz bei den Duellen reingucken, wie ich da so abschneide. Duelle. Ich bin ja in der ultimativen Liga, also ultimative Duelle. Platz 338, aber das ist, juckt mich nicht. Ja, auch wenn ich 999 bin, weil die Prämien, die sind hier echt viel besser als bei den normalen Duellen. Ihr müsst bloß mehr darauf achten, dass ihr auch die Punkte erreicht. Ja, ich weiß nicht, aktuell glaube ich bei 8200 oder so. Ich liege bei 8.959 oder war das 8.500? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, weiß ich jetzt nicht so. Siedlungsbelagerung mache ich nicht. Na, weiß ich nicht warum. Schlachtfeldtaktiken, oh, in 4 Stunden können wir mal wieder angreifen. Okay, Sperrzonenturnier ist auch bald fällig. Ja, okay. Was könnte man denn noch so zeigen? Posteingang, ja, PvE, ne? Devs, Content Creator Programm, die mickrigen Belohnungen. Ne? Könnte man auch ein eigenes Video zu machen. Ne, weil das ist echt ein Witz. Also, Leute, also. Okay, gut. Nee, also wie gesagt, das ist mein zweiter Account. Habe ich vorher ein erster gesagt? Keine Ahnung. Also, es ist mein zweiter Account. Ne? Wir sind ihn mal so durchgegangen, habt alles gesehen. Im nächsten Video nehme ich mir mal ein bisschen mehr Zeit für meinen ersten Account. Da gibt es viel zu erzählen. Und ja, S5 ist. Und S5 wird spannend. Ich bin gespannt, wie das Ganze so verläuft. Wünsche euch natürlich noch viel Spaß. Ihr könnt gerne was in die Kommentare reindonnern. Ich lese und beantworte und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Video. Macht es erstmal gut. Bis dann, euer Sultai.